Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Huber und ich bin Medium und Mentor. Heute bin ich unterwegs. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich gerne einen kurzen Bericht machen würde über Kraftplätze. Und der erste Kraftplatz, den ich mir ausgesucht habe und der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist Disi Bodenberg. Disi Bodenberg liegt in Rheinhessen. Ein Landstrich, der mir auch am Herzen liegt, weil ich hier aufgewachsen bin. Und Disi Bodenberg ist ein besonderer Platz hier im Nahetal. Ein Platz, an dem Hildegard von Bingen über 30 Jahre lang gewohnt und gewirkt hat. Hildegard von Bingen war hier in Inclusia, das heißt, sie hat hier über 30 Jahre eingeschlossen in der Frauenklause gelebt. Und Disi Bodenberg war ein riesengroßes Kloster mit Mönchen, mit Nonnen, die hier spirituelle Arbeit gemacht haben. All das geht zurück aufs Mittelalter im 12. Jahrhundert und es sind hier, wie man so sieht, hinter mir, um mich herum, nur noch Ruinen, Klostermauern übrig. Aber dieser Platz hat eine Energie und hat eine ganz, ganz besondere Kraft. Und ich komme hier regelmäßig her, mindestens 2-3 Mal im Jahr, weil dieser Platz mir dabei hilft, meine Energie wieder aufzuladen. Und ich kann mich hier mit der Natur verbinden, aber auch mit der geistigen Welt, mit dem Universum, denn man spürt eben diese spirituelle Arbeit, die hier geleistet wurde. Man spürt die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und mir sind hier schon einige Dinge passiert. Es wird vielleicht der eine oder andere als Phänomen bezeichnen. Aber ich möchte da jetzt nicht so viel verraten, denn ich möchte letztendlich euch einladen, hier mal herzukommen. Und lasst den Platz auf euch wirken und macht eure eigenen Erfahrungen. Nehmt ein bisschen Zeit mit. Setzt euch hin, lauft rum und schaut mal, was es mit euch macht. Mit eurer Energie. Und macht eure eigenen Erfahrungen. Das war mein kleiner Bericht aus Disi Bodenberg in Rheinhessen. Tschüss und bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal.